Das ist halt eben hier dieses Detail, was wir uns angeschaut haben. Also auf der einen Seite halt eben hier dieses Fenster, hier eine Wand und dann halt eben diese Dachterrasse in Holzbauweise. Und es soll natürlich irgendwie, damit halt aktuellen Anforderungen und Bedürfnissen gefolgt werden kann, keine Schwelle, kein Absatz hier vorhanden sein. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass hier natürlich ein enormes Konfliktpotenzial drinsteckt, weil dieses Detail ist weder genormt noch von irgendwelchen Fachverbänden abgesegnet, sondern es ist eine Sonderlösung, ein Sonderbauteil. Und so muss man das eben halt auch dann sehen, weil es widerspricht den Anforderungen des ZVDHs zum Beispiel bezüglich der Anschlusshöhen der Abdichtungsbahnen. Ja, das ist eigentlich das Problem und überall da, wo Sie dieses kleine Bild sehen, da haben wir immer mit freundlicher Genehmigung der Firma Wolfin ein Bild verwendet. So, und das ist nämlich genau das Problem, an dem wir uns hier bewegen. Man unterschreitet hier die erforderlichen Abdichtungshöhen, die von den Fachverbänden bzw. deren Regelwerken vorgegeben sind. Es gibt allerdings halt eben auch Stimmen, die sagen, naja, ihr müsst euch Lösungen dafür einfallen lassen, weil wir haben ja diesen Bedarf. Dieser Bedarf wird geregelt zum Beispiel durch das Behindertengleichstellungsgesetz. Und da steht drin, ich lese es ab, barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie für andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für Menschen mit Behinderung in der allgemein üblichen Weise ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe aufwendbar, zugänglich und nutzbar sind. Was bedeutet das in Bezug auf unseren Zugang auf die Dachterrasse? Kann ich da jetzt den allgemeinen Anforderungen folgen und 5 cm Absatz machen? Das geht nicht. Da kommt niemand, der jetzt zum Beispiel auf einen Rollstuhl angewiesen ist, drüber. Der braucht da immer irgendwelche fremden Hilfe oder vielleicht irgendwie auch ein besonderes Geschick. Und selbst die 20 mm, die auch noch bis vor ein paar Jahren als barrierefrei galten, sind das im Prinzip auch nicht. Denn auch da ist wieder ein Widerstand, den es zu überwinden gilt. Und je nachdem, in welcher Art und Weise ich eingeschränkt bin, schaffe ich vielleicht noch nicht mal den. Muss man sich mal überlegen. Also, das Einzige, was zu akzeptieren ist in Bezug auf diese Anforderung, auf ein Gesetz, ist ein Übergang, der keinen Absatz bereithält. Zumindest keinen, den man nicht in irgendeiner Art und Weise überwinden kann. Darüber muss man sich natürlich Gedanken machen. Jetzt ist das Behindertengleichstellungsgesetz das gegeben, was ich hier zitiert habe. Aber wo braucht man das denn überhaupt? Also hier sind genannt Kindertagesstätten. Da ist das sehr wünschenswert. Möglicherweise sind jetzt Kinder auch nicht in der Lage, irgendwelche großen Absätze so zu überwinden. Seniorenheime und betreutes Wohnen werden wir uns sicherlich auch noch in Zukunft mit beschäftigen müssen. Also wenn ich dann mal irgendwann möglicherweise nicht mehr richtig laufen kann und irgendwie auf eine Unterstützung angewiesen bin, dann finde ich das vielleicht ganz gut, wenn ich dann mit 70, 80 plus oder sowas nicht meinen Pfleger rufen muss, der mich rausschiebt, weil ich komme alleine nicht mehr über diesen Absatz rüber. Bei Krankenhäusern ist es natürlich auch ganz wichtig, hier Barrierefreiheit zu gewährleisten, denn dort werden ja Menschen möglicherweise auch mal in Betten durch die Gegend gefahren. Ob die dann auf die Dachterrasse rausgefahren werden, ist eine andere Diskussion, aber hier muss man natürlich auch die Anforderungen dementsprechend gestalten oder den Anforderungen dementsprechend Tribut zollen, indem man hier halt keine Absätze, Schwellen, Stufen vorsieht. Und was auch immer wieder mehr ein Bedarf ist von Menschen, auch wenn die voll beweglich sind, die wollen einfach überhaupt gar keinen Absatz haben, weil es ist ja auch ein ästhetischer Gesichtspunkt, ob ich jetzt einmal so auf meine Dachterrasse raus muss oder ob ich ganz einfach, ohne dass ich mich um irgendwelche Stolperfallen kümmern muss, ganz locker einfach aus der Terrassentür herausschreiten kann. Die zunehmende Umsetzung von Barrierefreiheit ist natürlich der demografischen Entwicklung geschuldet. Wir werden alle immer älter, das heißt die Gesellschaft wird im Schnitt älter. Man kann das hier wunderbar an diesem Alterungsbaum sehen. Die jungen Menschen werden aufgrund der demografischen Entwicklung eigentlich immer weniger im Verhältnis. Und da ist halt eben dieser Überbau, in Anführungszeichen, der jetzt auch natürlich immer... Moment, jetzt muss ich Orientierungsphase. So,
der natürlich jetzt dann auch irgendwann einfach immer älter werden wird. Und da kommen natürlich dann auch irgendwann die Anforderungen, dass man sagt, ich möchte keine Treppen steigen oder ich möchte nicht über irgendwelche Absätze hinweggehen oder möglicherweise rollen, um halt eben, und das sind natürlich die Anforderungen, die auf die Barrierefreiheit abzielen. Das andere ist, dass man natürlich alle Menschen am täglichen Leben teilnehmen lassen möchte. Also Stichwort Inklusion. Nicht irgendwie separieren, ihr kommt da nicht hin, weil, sondern alle, die halt eben hier leben, die sollen ja die Möglichkeit haben, auch alle Orte aufzusuchen. Das ist auch manchmal gar nicht so einfach. Also gerade in der Sanierung sind dann natürlich schnell die Grenzen erreicht. Aber wenn man die Möglichkeit hat, das barrierefrei zu gestalten und auch Menschen mit Einschränkungen hier irgendwelche Zugänge zu ermöglichen, dann ist das natürlich durchaus von Vorteil und ist auch gut für die Gesellschaft. Denn die Gesellschaft lebt ja nicht vom Einzelnen, vom Individuum, sondern die Gesellschaft lebt von allen Menschen. Das sind die Menschen, die sportlich sind, das sind die Menschen, die sich nicht bewegen wollen und das sind natürlich auch die Menschen, die sich nicht bewegen können. Und da ist natürlich auch ein Ziel, allen Menschen Zugang zu den, hier im Beispiel die Dachterrasse, aber Zugang zu verschaffen, egal welcher Art. Es gibt hier eben dieses Behindertengleichstellungsgesetz und dieses wird natürlich in der Mehrheit angewendet, nicht im Individualbau, sondern im öffentlichen Raum. Kindertagesstätten, Krankenhäuser, Seniorenheime. Da gibt es halt eben entsprechende Hinweise darauf und dann muss man das auch machen. Es ist ja ein Gesetz. Es ist ja nicht irgendwas, was es schön wäre zu haben, sondern das Gesetz gibt halt vor, wie halt eben bestimmte Grenzen formuliert werden oder Freiräume geschaffen werden. Und jetzt ist das im Behindertengleichstellungsgesetz natürlich nicht so eindeutig formuliert, dass man eben keine Schwellen auf Dachterrassen einbauen sollte, damit die Menschen darauf kommen. Aber es gibt ja den Hinweis, dass alle Menschen das Recht haben, eben über Zugänge zu verfügen. Seien es auf Dachterrassen oder seien es, dass es barrierefreie Internetseiten mittlerweile gibt. Findet man ja auch komisch, ne? Aber da gibt es keine Stufen, sondern aber auch Zugangsvoraussetzungen oder Zugangsmöglichkeiten für Menschen, die halt eben in irgendeiner Art und Weise vielleicht visuell oder akustisch eingeschränkt sind oder vielleicht keine Eingabegeräte bedienen können. Die bekommen natürlich dann auch entsprechende Möglichkeiten, um auch diese Seiten zu besuchen. Der gehobene Wohnungsbau macht sich natürlich relativ früh darüber Gedanken, wie er seine Alterszukunft gestalten möchte. Und da kaufen Menschen mit 40, 45 Jahren eine Wohnung und die sagen, hey, hier möchte ich ganz gerne auch die nächsten 30 Jahre oder vielleicht so lange, wie ich kann, meine Zeit verbringen. Und das kann ich natürlich deutlich länger, wenn ich erstens gut in meine Wohnung zu meiner Wohnung komme, also über Aufzüge zum Beispiel, und wenn ich mich auch vollkommen frei in meiner Wohnung bewegen kann. Breite Türen zum Beispiel und halt eben, wenn ich Lust habe, einen Austritt nach draußen zu haben, auch dann nicht nur durch die breiten Türen mit dem Rollstuhl reinfahren zu können, sondern auch den Zugang zu meinen Außenanlagen zu haben. Und das kann ja auch diese Dachterrasse sein. Es gibt allerdings auch Normen und die werden da gerne vergessen. Und nach Normen muss man sich nicht richten. Die haben ja empfehlenden Charakter im Regelfall, aber man sollte das tun. Denn sie formulieren halt endlich mal was. Und in dieser Norm, in dieser DIN 18040 steht drin, gerade in Bezug auf die Barrierefreiheit bei dem Durchgang von Türen, dass untere Türanschläge und Schwellen nicht zulässig sind. Sind sie technisch unabdingbar, dürfen sie nicht höher als 2 Zentimeter sein. Da kommen nämlich die 2 Zentimeter her. Und wenn der Wohnung ein Freisitz, Terrasse, Loggia oder Balkon zugeordnet wird, muss dieser barrierefrei nutzbar sein. Er muss dazu von der Wohnung aus schwellenlos erreichbar sein. Das ist eine Empfehlung aus der DIN 18040. Da spricht man zwar von 2 Zentimeter, aber eben gerade habe ich schon zustimmendes Kopfschütteln gesehen, als ich die 2 Zentimeter benannt habe, die ja durchaus auch eine Schwelle darstellen können. Und wenn ich halt mich nicht mehr mit Kraft bewegen kann in meinem Rollstuhl zum Beispiel, dann können halt eben auch diese 2 Zentimeter ein Hindernis darstellen, was ich nicht überwinden kann. Und dann sitze ich halt eben plötzlich vor dieser geöffneten Tür und kann nicht raus. Wäre ja doof. Kann man von vornherein eben halt auch gleich anders gestalten. Zu diesem Thema gibt es auch eine Aussage des Deutschen Instituts für Normung. Und das sagt nämlich, und jetzt eskalieren wir das mal so ein bisschen, ne, eben gerade 20 mm, hier wird die Aussage getroffen, nur eine niveaugleiche schwellenlose Ausbildung bei Außentüren, das heißt mit einer Schwellenhöhe von 0 cm ist barrierefrei. Punkt. Das sagt das Deutsche Institut für Normung.
weil sie natürlich auch die Problematik sehen. Ne? Was ist denn jetzt nicht barrierefrei? 2 Zentimeter, 5 Zentimeter ist den Menschen zuzumuten, eine Stufe rauszugehen. Ne? Man muss ja dann auch die Anschlusshöhen einhalten. Und die sagen einfach, nee, alles, was mehr als 0 ist, ist nicht barrierefrei, beziehungsweise 0 ist das Einzige, was man als barrierefrei bezeichnen kann und alles andere ist irgendwo ein schlechter Kompromiss. Denn man sagt hier im zweiten Satz, man sagt hier, die im zweiten Satz formulierte Höhe von 2 Zentimetern stellt lediglich einen Ausnahmefall im begründeten Einzelfall dar. Und wer kann den Einzelfall begründen? Der Sachverständige. Also derjenige, der sich mit diesen Konstruktionen auskennt und ein gutes Argument dafür hat, dass eben halt hier eine Schwelle von 2 Zentimetern Höhe unbedingt erforderlich ist. Ohne das geht das Bauteil nicht. Ohne das bekomme ich von mir aus einen Bauschaden. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, welche Lösung gibt es denn? Was kann ich denn tun, damit ich halt eben diese 0 Zentimeter, diese Barrierefreiheit, die hier definiert worden ist, über das Deutsche Institut für Normung, wie kann ich die denn erreichen? Beziehungsweise erstmal muss ich mich natürlich damit auseinandersetzen, was andere Normen dann sagen. Ne? Dann ist ja nicht nur die DIN 1840 und nicht nur das DIN und nicht nur das Behindertengleichstellungsgesetz, sondern es gibt ja auch Menschen, die machen sich Gedanken darüber, wie halt eben Holzbauten zu schützen sind. Und diese Menschen, die haben die DIN 68800 ersonnen und im Teil 2, hatte ich gestern auch schon angegeben, ist der konstruktive Holzschutz geregelt, denn man möchte ja ganz gerne erstens keine Holzschutzmittel mehr verwenden. Das darf man auch nicht nach DIN 68800, nur in Ausnahmefällen. Aber dort, wo Menschen sich aufhalten, in Aufenthaltsräumen, gibt es entsprechend der DIN 68800 Teil 2 kein Erfordernis mehr und auch keine Seligsprechung von Holzschutzmitteln. Das darf man hier nicht mehr verwenden. Aber die DIN 68800 Teil 2 sagt, naja, die Spritzwasserhöhe beträgt 30 cm über Oberkante Belag, letzte Schicht. Ist ja auch doof, ne? 30 Zentimeter sind ja schon mal, ist ja nicht nur eine Stufe hoch, sondern eine zweite. Und dann möglicherweise auf der anderen Seite wieder runter. Oder ich muss 2 Stufen runtergehen, wenn ich auf meine Dachterrasse kommen soll. Das ist nicht zu überwinden, wenn man eben halt nicht auf 2 Beinen sicher unterwegs ist. Das hatte ja seinen Grund. Man hat ja festgestellt, dass es Gebäude gibt, die einfach, wenn sie im Holzrahmenbauweise hergestellt wurden und im Spritzwasserbereich stehen, an den Schwellen erhöhte Feuchtigkeitsbelastung aufwiesen. Und dann sagt man, naja, erhöhte Feuchtigkeitsbelastung ist ja schon mal nett, das Holz kann ja ein bisschen was ab. Aber wenn die Schwelle überschritten worden ist, im wahrsten Sinne des Wortes, ab wann das Holz nicht mehr abkann, dass diese Feuchtigkeit nicht mehr abkann, dann fange ich an zu sanieren. Man muss auch dazu wissen, dass der Spritzwasserschutz dort beginnt, wo halt eben der letzte Belag aufhört. Und bei der Dachterrasse ist das nicht die Abdichtungsbahn, die möglicherweise 10 cm unterhalb der Terrassendiele liegt, sondern der Spritzwasserschutz beginnt auf der Terrassendiele. Und ab da muss ich nach DIN 68800 eigentlich 30 cm Spritzwasserschutz bieten. Und dann wird mein barrierefreier Zugang in Holzbauweise bei einer Dachterrasse oder bei einer Dachterrasse in Holzbauweise natürlich plötzlich Makulatur, weil ich müsste ja erstmal 30 cm hochziehen. Dann kommt vielleicht sogar mein Fensteranschluss. Da muss ich auch noch über die Fensterschwelle rüber. Also schon irgendwie komisch. Aber es gibt Rettung. Die DIN 68800 Teil 2 sagt, dass bei entsprechenden Maßnahmen auch eine Verringerung auf 15 cm Anschlusshöhe möglich ist. Und da klatschen wir alle vor Freude in die Hände und sind ganz begeistert und jubeln. Nur noch eine Stufe nach draußen oder eine Stufe runter. Aber für jemanden, der halt eben, wie gesagt, nicht in der Lage ist, hier diese Stufen zu überwinden, ist das natürlich auch noch einfach ein Ausschlusskriterium. Das funktioniert nicht. Was sagen die Fachregeln der Zimmererleute? Die sprechen hier auch von 30 Zentimetern. Auch keine Lösung. Kommen wir nicht weiter. Der Zimmererverband ist natürlich auch der Meinung, dass die Holzbauteile zu den schützenswerten Objekten gehören. Und das ist sicherlich auch den Erfahrungen der letzten Jahre geschuldet. Denn wenn Wasser hier unten raufspritzt, spritzt es natürlich hier gegen diese Wand. Das kann man immer sehr schön sehen. Im Regelfall sind die Socke alle verschmutzt. Da gibt es mittlerweile auch andere Lösungen. Der ZVDH hat also gesagt, aha, wir machen das mal neigungsabhängig. Wir führen ein zusätzliches Kriterium ein und sagen,
bis 5 Grad Dachneigung brauchen wir mindestens 15 cm Anschlusshöhe. Und wenn das Wasser schneller weg kann, also mehr als 5 Grad Neigung, dann können wir das auf 10 cm reduzieren. Ja, Sie sehen, wir nähern uns langsam einer möglichen Lösung, wobei 10 cm noch keine ist. Aber Sie haben eine Anforderung erhöht und Sie haben nämlich gesagt, dass halt eben der Anschluss hier oben, die Kappleiste, die ich brauche, um meine Bitumenbahn zu befestigen, nicht zu den 15 cm zählt oder zu den 10. Und wenn ich die Kappleiste dann dazu ziele, bin ich auch bei den 10 cm wieder bei den 15. Also irgendwie ist es auch nicht so richtig gut gelöst. Ne? Und das gilt immer von dort. Also von da bis da, und da habe ich dann möglicherweise meinen Anschluss irgendwo, das sind halt die 15 cm, die ich dann immer trotzdem noch bereithalten muss, eben halt 15 cm inklusive Kappleiste. Nun weiß man auch, dass die Fachregeln immer gerne ihr Klientel schützen. Das ist beim ZVDH genauso wie bei den Zimmerleuten. Die wollen natürlich nicht, dass halt eben den Zimmerleuten oder den Dachdeckern was passiert. Das ist ja auch nachvollziehbar, weil der muss dann möglicherweise das Problem nachher ausbaden. Also insofern sind die recht konservativ unterwegs. Ah ja, genau, da kommt nochmal das mit der mechanischen Fixierung. Klemmschiene und Klemmprofile und sowas bleiben hier halt eben bei der Anschlusshöhe unberücksichtigt. So, jetzt gucken wir uns nochmal die verschiedenen Anschlusshöhen an, die ich jetzt hier angegeben habe. Das heißt also, mit den 15 cm sind wir immer mit dabei. Das geht gar nicht anders. Klemmleisten und sowas werden ja immer dazugezählt, auch wenn es 10 cm sind. Das heißt, wir landen immer hier. Wenn wir ein Nacktdach haben, dann sind das die 15 cm. Wenn wir hier eine Bekiesung haben, dann gilt halt eben die 15 cm ab Oberkante Bekiesung, weil das Wasser ja von hier aus an die Fassade spritzt. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel eine Terrasse haben aus Gehwegplatten, dann ist es die Oberkante von den Gehwegplatten. Und wenn wir eine Begrünung haben, dann ist es die Oberseite des Substrats. Tja. Damit kommen wir unserem Wunsch nicht näher. Barrierefreiheit. Das ist nichts, was wir halt irgendwie einsetzen können. Da könnte man jetzt irgendwelche Rampen vorsehen, aber 15 cm zu überwinden ist dann, glaube ich, auch irgendwie Unsinn. Und die Rampe ist ja auch wieder eine Unterschreitung der geforderten Höhe. Also hier kommen wir nicht weiter, hier müssen wir uns irgendwas anderes einfallen lassen. Es sind noch weitere Unterschreitungen möglich, wenn ich konstruktiv noch was tue. Das heißt also, das haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen, die Möglichkeit besteht hier im Spritzbereich ein Gitter anzuordnen, möglicherweise auch eine Regenrinne, um halt eben das Wasser, was hier auftrifft, nicht gegen die Fassade spritzen zu lassen, sondern eben halt eben hier in dieser Regenrinne zu entwässern. Oder auch von mir aus über diese Abdichtungsbahn. Dann kann ich das auf 5 cm reduzieren und ich muss halt eben gewährleisten, dass das Wasser sich nicht stauen kann oder sowas. Da darf nichts im Wege sein, weil es muss halt möglichst schnell wegkommen. Denn das Schlimmste, was passieren könnte, ist natürlich, dass hier irgendwie ein Wasser anschwillt, sei es durch eine besondere Witterungsrichtung. Insofern erhöht man hier die Anforderungen und wechselt dann einfach von dem Terrassenbelag hier auf ein Entwässerungssystem. Und damit minimiert man eben die Spritzwasserlast auf das Bauteil selbst. Auch eine schöne Lösung, aber 5 cm reichen uns nicht. Tja, die 5 cm sind ja wie gesagt zu hoch. Und die Frage ist, was man dann tun soll. Man muss sich abseits der Fachregeln bewegen. Und das muss ich auch ausdrücklich dazu sagen, diese Lösung, die ich vorstelle, ist weder genormt, noch ist sie zulässig entsprechend den Regeln der Fachverbände. Das heißt, wenn Sie so einen Weg gehen wollen und jemandem einen barrierenfreien Zugang zu einer Dachterrasse empfehlen und planen wollen, dann müssen Sie das einzelvereinbaren. Sie müssen eine vertragliche Einzelvereinbarung durchführen. Das hat man zum Beispiel auch, also wir haben das auch mit einem unserer Produkte. Wir haben ein Produkt, das wird abweichend von dem Regelwerk des ZVDHs eingesetzt. Da geht es um homogen verschweißbare, diffusionsoffene Bahnen, die halt eben auch als wasserdichtes und regensicheres Unterdach eingesetzt werden können. Und Sie müssen Ihrem Kunden sagen, hier, das ist eine Sonderlösung, die ist nicht durch irgendeine Norm abgedeckt, aber ich weiß, dass diese funktioniert und es gibt eben auch entsprechende Hersteller, die das empfehlen. Und dieser Prozess, den Sie da durchführen müssen, ist eine Abstimmung. Das heißt, es reicht nicht nur, Ihren Kunden zu informieren, sondern Sie brauchen eine einzelvertragliche Vereinbarung, die Ihr Kunde auch unterschreibt. Wenn der einen barrierefreien Zugang haben will, dann macht er das auch. Wenn er keinen haben will, dann unterschreibt das nicht, dann geben Sie ihm halt die 5 cm inklusive Rinne. Ist also kein Problem. Wenn er jetzt sagt, dementsprechend
braucht man eine einzelvertragliche Vereinbarung. Mit Sicherheit haben die Innungen solche einzelvertraglichen Vereinbarungen zur Verfügung. Wir haben das für eins unserer Produkte gemacht. Ich weiß nicht genau, ob das in diesem Fall auch anwendbar ist. Und das kann man dem Kunden vorlegen und sagen, hier bewege ich mich außerhalb der anerkannten Regeln der Technik, sondern ich baue nach dem Stand der Technik. Und das ist halt eben nochmal eine andere Liga und muss halt eben entsprechend auch vereinbart werden. Diese abdichtungstechnische Sonderlösung beinhaltet auch, dass die Dichtheit nicht alleine durch die Abdichtung erfolgen kann, weil die Anschlusshöhen, die erforderlich sind, die sind ja nicht gegeben. Also die 5 Zentimeter, die ich eigentlich über dem Terrassenbelag liefern müsste, die kann ich nicht anbieten. Ich kann anbieten zusätzliche Maßnahmen, die erforderlich sein können, durch rinnenförmige Entwässerungsroste. Natürlich muss ich dann auch bei meinen Bauvorhaben, bei meinen Bauwerken eine ausreichende Dachneigung bzw. Neigung meines Terrassenbelages aufweisen, damit das Wasser auf jeden Fall nicht in Richtung Tür läuft, sondern immer von der Tür weg. Ich könnte das Problem auch lösen, indem ich meinem Kunden ein Glasdach verordne über der Tür. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ne? Wenn das vor Regen geschützt ist und wenn das Regenwasser nicht auf den unmittelbaren Bereich vor dem Fenster auftreffen kann und dort dann an die Fensterfassade gelangen kann, dann habe ich natürlich auch eine Lösung geschaffen. Ich muss natürlich immer noch fürs Gefälle sorgen und ich sollte auch einen Entwässerungsrost einbauen, aber damit habe ich ja schon mal das größte Problem von meiner Konstruktion abgehalten. Das will aber nicht jeder. Oder ich wähle spezielle Abdichtungsfunktionen für Türen. Die gibt es nämlich. Und da ist nämlich die Firma Alumat der richtige Ansprechpartner. Die haben nämlich eine Türschwelle entwickelt, die eben einen barrierefreien Zugang, Ausgang in jeder Hinsicht, hier in diesem Fall für die Dachterrasse, ohne dass irgendwelche großartigen Absätze im Weg sind, eingebaut werden kann. Die verfolgen nämlich ein ganz besonderes Prinzip, hier ist das mal dargestellt. Die haben so eine Rinne entwickelt, die selbst entwässernd ist. Das heißt also, es könnte durchaus sein, dass hier mal irgendwie durch Schlagregenbelastung oder sowas oder weil der Wind ungünstig steht, Wasser eindringt. Dieses Wasser wird durch Magnetdichtungen, die ich gleich nochmal zeigen werde, davor geschützt, in den Innenraum zu laufen. Das wäre ja doof, da würde ich das ja gar nicht haben. Das heißt also, wenn die Tür zu ist, dann ist halt hier eine Doppeldichtung vorhanden, die magnetisch funktioniert und durch die Tür angezogen wird. Und das Wasser, was hier eindringt, kann dann in die Schwelle eindringen, in diese Aluminiumschwelle und wird dann eben durch diese, ja, ich weiß gar nicht, wie es heißt, durch diese Rüssel entwässern können, wieder auf die Abdichtungslage unterhalb des Terrassenbelages. Und genau deswegen geht das, weil ich nämlich meine Schwelle entwässere. Das heißt, nicht der Normalfall ist entscheidend, dass ich meine Abdichtungsbahn bis hier oben hochziehe und das Wasser hier einfach nicht weiter kann, sondern ich sage einfach, okay, das Wasser, das geht hier einfach hin, ich kann es gar nicht vermeiden. Das heißt also, wenn es hier hingeht, dann muss ich auch irgendwas damit machen und es wieder loswerden und unter die, in unserem Fall, Terrassendielung bewegen. Da ist das nochmal im Schnitt und hier sind die beiden Magnetdichtungen angegeben. Hier vorne gibt es auch nochmal eine Gummilippe, aber die könnte möglicherweise auch unterwandert werden. Das heißt, wenn halt hier eben Wasser drunter dinkt, dann öffnet sich hier ein Hohlraum, beziehungsweise es öffnet sich ein Weg für Feuchtigkeit und hier kann eben durch diese beiden Nuten kann entwässert werden und das Wasser verschwindet dann nachher wieder oberhalb der Abdichtungsbahn. Das kann man auch ganz schön sehen an diesem nicht ganz leichten Modell. Das können Sie sich nachher mal angucken. Das hier sind diese Magnetdichtungen. Die kann man auch rausnehmen, die sind magnetisch. Sonst würden sie ja keine Magnetdichtungen heißen. So, und wenn ich dann das zuklappe, können Sie nachher auch mal gerne nochmal angucken, dann schnappen die hoch. Sie hören das. Ich kann das nochmal machen, vielleicht können Sie es auch sehen. Dann bewegen die sich halt eben nach oben und schließen halt eben die Tür wasserdicht an die Schwelle an. Und wenn Wasser eindringt, dann kann das eben hier unter den Magnetdichtungen durchlaufen. Oh, wow, cool. So, aber so dicht kommen wir gar nicht ran. Ne? Naja, auf jeden Fall kann das Wasser dann hier unten reinlaufen und dann eben durch diesen Rüssel auf die Abdichtungsebene entwässern. Und das können Sie sich natürlich gerne nachher nochmal im Detail angucken. Ich werde das dann nachher einfach anstellen. Und das ist das, was die Firma Alumat anbietet, um halt eben einen niveaugleichen Austritt auf eine Dachterrasse zu gewährleisten. So.
Das gibt es sowohl für Holztüren, wenn ich das so richtig weiß, als auch für Kunststofftüren, wobei die Holztüren einfacher zu realisieren sind. Hier ist das halt als Kunststofftür gezeichnet, weil die Kunststofftür einfach das verbreiterte Element ist. Also die Mehrzahl aller Fenster sind Kunststofffenster oder Kunststofftüren. Und das geht meines Wissens auch für Holzfenster. Weil da können Sie einfach die entsprechenden Gegenmagnete einfräsen lassen und dann eben halt auch hier einen Übergang darstellen. Tja, die Magnetdoppeldichtung. Das gibt es auch für Sanierungsfälle. Das heißt also, dieses Element, das baut ja relativ hoch auf. Da ist ein Dämmstoff angebracht und die eigentliche Schwelle, die ist ja mit Sicherheit 8 oder 10 cm hoch. Das heißt also, ich muss ja auch Platz nach unten haben. Und wenn ich das aber nicht habe, weil ich im Bestand unterwegs bin, da muss ich ja mit den Voraussetzungen klarkommen oder mit den Gegebenheiten klarkommen, die halt dort vorhanden sind, dann gibt es das auch als sehr flache Variante. Sprich, nur noch weniger Aufbauhöhe, um halt eben diesen nachträglichen barrierefreien Zugang oder das, ja, die nachträgliche barrierefreie Abdichtung herzustellen. Das sind übrigens Fragen, die dann an die Firma Alumar zu wenden sind, weil ich natürlich diese Informationen jetzt aufnehme, aber ein Experte zum Beispiel ist der technische Leiter von der Firma Alumar, der dann sicherlich noch mehr Informationen zu den Details liefern kann. Ich kann jetzt hier einfach nur mal sagen, das eine gibt es für den Neubau und es gibt auch eine Lösung für die Abdichtung des Türanschlusses in der Sanierung. So, dann sieht das am Ende so aus. Hier können Sie das nochmal in Gänze sehen. Hier die beiden Elemente, diese beiden Magnetelemente und hier die Entwässerungsöffnungen, um das Wasser nach vorne abzuleiten. Es ist auch erforderlich, das gibt es auch im System, hier eine Entwässerung vorzusehen, also eine Gitterrost, damit das Wasser halt wirklich auch nicht gleich direkt gegen die Scheibe schlägt oder gegen die Scheibe spritzt, denn man möchte ja vermeiden, dass hier halt eben große Mengen Spritzwasser an die überhaupt erstmal da vorne hingelangen. Und wenn dann nur zufällig, ne, um halt vielleicht da noch ein bisschen Sicherheit zu bieten, hat man dann hier diese Magnetdichtung in die Fensterschwelle integriert. Das ist jetzt der barrierefreie Übergang. Jetzt haben wir natürlich hier als nächstes noch das Flachdach. Und das Flachdach wird natürlich hier, ich glaube, das kann man hier auch sehen, ist hier bereits vorkonfektioniert angeschlossen. Hier haben Sie einen Lappen, in diesem Fall in Form einer Wolfinbahn, der bereits angeschlossen an diese Wasser, an diese Schwelle, an diese Schwellenentwässerung kommt. Und es gibt von der Firma Alumar dann auch noch spezielle Profile, die kann man von hier oben sehen, die bereits auch noch hier also einen Lappen der Wolfinbahn enthalten. Und diese können Sie nachher einfach heiß oder mit Quellschweißmittel verschweißen, um halt eben hier auch in diesem Detail den wasserdichten Anschluss herzustellen. Und dann dürfen Sie damit laut der Firma Alumar auch barrierefreie Zugänge zu Dachterrassen herstellen. Aber da diesbezüglich zu Einzelheiten würde ich Sie bitten, sich an die Firma Alumar zu wenden. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir zwar jetzt barrierefrei auf unsere Dachterrasse raus können, aber wir haben ja gestern gelernt, Terrassenbelege sind Verschattungen unserer schwarzen Abdichtung und damit reduzieren sie die Bauteiltemperatur, die sich ja günstig auswirkt auf die Austrocknung von unvorhergesehenen Feuchtigkeitseintritten in unser Holzrahmenbauteil. Da habe ich noch mal ein paar Anforderungen der DIN 68800 entnommen, die nämlich sagt, dass der Tauwasserschutz für den Querschnitt der Bauteile entweder nach DIN 41083, also mit dem Glaser-Verfahren nachzuweisen ist, oder nach EN 15026. Und da sage ich Ihnen gleich, bei einer Dachterrasse, bei der ein Holzbelag die Abdichtungsbahn verschattet, werden Sie mit dem Glaser-Verfahren nicht weit kommen, das können Sie nicht rechnen. Sie sind nicht in der Lage, diese zusätzliche Bauteilschicht oberhalb der oberen Abdichtung mit zu berücksichtigen, weil der Glaser oder das Glaser-Verfahren ein modellhaftes Verfahren ist und dementsprechend weitere Bauteilschichten wie Bekiesungen, Begrünungen, Verschattungen, Terrassenbelege nicht nachgewiesen werden kann. Was Sie machen müssen, oder wenn Sie jemanden fragen wollten, dann müsste dieser einen Simulationsnachweis führen, weil nämlich
diese Simulationsnachweise in der Lage sind, ortsbezogene, objektbezogene Berechnungen abzubilden. Erstens mit den Materialien, die sie dort verwendet haben, unter den Situationen, also Verschattungen, unter Berücksichtigung eines konvektiven Feuchtigkeitseintrages, was von der DIN 68800 gefordert wird, weil nämlich dieser konvektive Feuchtigkeitseintrag zum Beispiel in Form des KUM-50-Wertes eine zusätzliche Sicherheitsreserve darstellt. Ich sage einfach, ich habe ein Bauteil und da gehe ich einfach davon aus, dass da Feuchtigkeit hineinkommt und ich muss gucken, dass diese Feuchtigkeit auch wieder abtrocknen kann nach innen. Und wenn das Bauteil die Feuchtigkeit wieder abtrocknen kann und die zulässigen Feuchtigkeitsgehalte der einzelnen Materialien nicht überschritten werden, also zum Beispiel der Feuchtigkeitsgehalt der Schalung oder einer Holzwerkstoffplatte unter der Abdichtung, dann handelt es sich um ein sicheres Bauteil, was ich auch ohne Holzschutz ausführen darf. Ja, das ist doch super. Und dann machen wir das doch einfach mal. Was wir vorher berücksichtigen müssen, ist, dass wir natürlich ein verschattetes Bauteil haben. Das heißt, die Sonne trifft nicht direkt auf unsere Abdichtungsbahn. Die Sonne, die einen Wärmeeintrag provozieren kann. Sie kennen das von schwarzen Autos. Die sind im Innenraum im Regelfall etwas wärmer als weiße Autos, wenn man Temperaturen misst. Verschattete oder ein Auto, was Sie im Schatten abstellen, ist natürlich auch kühler. Deswegen sind ja im Sommer Schattenplätze immer zum Parken sind die ersten Plätze, die belegt werden und alle anderen müssen sich dann in die Sonne stellen. Das nämlich fördert die Rücktrocknung während der warmen Jahreszeiten. Und hier steht zwar Sommer, aber Rücktrocknungseffekte sind festzustellen ungefähr zwischen Anfang März und Ende Oktober. Also im Frühjahr, wenn die Außentemperaturen über die Innentemperaturen steigen, jetzt momentan ist das noch nicht ganz so, wir warten ja noch auf das warme Wetter, aber wenn sie außen die 20-Grad-Marke überschreiten, dann gibt es bereits eine Rückdiffusion in Richtung Innenraum. Dieses Jahr ist es einfach ein bisschen später. Wir haben allerdings auch noch eine Wärmeabgabe, die auf der anderen Seite gegenübersteht, was die Bauteiltemperatur anbetrifft. Ich hatte es gestern auch schon ganz kurz erzählt, es gibt eine nächtliche Abstrahlung von Oberflächen. Insbesondere dann, wenn eben halt ein wolkenloser Himmel über Nacht vorhanden ist, gibt das Bauteil die über den Tag gesammelte Energie zum Teil wieder ab. Das liegt daran, dass die Wolken als Strahlungspartner fehlen. Wenn es bewölkt ist, ist dieser Effekt nicht zu bemerken. Sie kennen das selbst, wenn Sie nach einem warmen Sommertag an Häusern vorbeigehen, die direkt am Gehweg stehen. Und solange Sie das Haus neben sich haben, spüren Sie von der Hausseite aus immer eine sehr angenehme Wärme. Und in der Nacht kann es so sein, dass wenn das Haus zu Ende ist und eine Freifläche kommt, dass sie dann plötzlich anfangen zu frösteln. Und das ist eben halt dieser Strahlungsaustausch, der zwischen Strahlungspartnern stattfindet. Wie gesagt, wenn hier ein wolkenloser Himmel ist, wird Wärme abgegeben. Wenn der Himmel bewölkt sind, dann sind die Wolken der Strahlungspartner und die Wärmeenergieabgabe ist geringer. Und ich habe einen kleinen Vorteil, wenn ich hier eine Dachterrassenbelag anordne. Dann ist nämlich die nächtliche Wärmeabgabe geringer, weil der Strahlungspartner ist eben der Terrassenbelag. Wirkt sich in der Form ganz positiv aus, aber ich habe halt auch eben deutlich geringere Erwärmung der Bauteiloberflächen der Abdichtungsbahn durch die Verschattung. Das heißt, meine Rücktrocknung ist eben etwas reduziert. Das habe ich nicht nur bei den Terrassenbelägen, sondern auch bei Begrünungen oder bei Estrichen, die später mit Fliesen belegt werden oder irgendwelchen Steinplatten beziehungsweise bei Bekiesungen. Da ist die Strahlenabsorption, also die Aufnahme, die Umsetzung von Sonnenlicht in Wärmeenergie deutlich reduziert und muss auch bei meiner Bemessung des Bauteils, und ich möchte nochmal auf den Begriff Bemessung hinweisen, wir müssen unsere Bauteile hygrothermisch bemessen. Es ist im Prinzip vergleichbar mit einer statischen Bemessung einer Balkenlage, einer Decke, die Holzterrasse, die wir ausführen wollen, die ist halt eben auf einer entsprechenden Balkenlage vorhanden. Diese wird natürlich statisch gerechnet, um die Tragfähigkeiten auch abbilden zu können. Und ich muss jetzt auch im zweiten Schritt, und zwar am besten idealerweise zum gleichen Zeitpunkt, auch eine hygrothermische Bemessung, also eine Feuchteschutzbemessung des Bauteiles durchführen. Denn ansonsten kann es sein, dass ich später feststelle, oh, ich hätte ja noch irgendwie eine Zusatzdämmung anbringen müssen, um die Funktionsfähigkeit meines Bauteils überhaupt zu gewährleisten. Und dann fängt nämlich das Lösungssuchen an. Das heißt also, feuchtetechnische Bemessung muss immer zum gleichen Zeitpunkt erfolgen wie die statische Bemessung bzw. die Planung des Tragwerkes. Upsa. So, jetzt habe ich hier. Das lassen wir erstmal beruhigen wieder.
Das ist wie beim Drücken bei den roten Ampeln. Ne? Je öfter man drückt, das geht nicht schneller. Und das ist hier bei diesen Präsentationen auch so. Da muss man ein bisschen Entspannung mitbringen. So. Jetzt haben wir hier dieses Flachdach mal einfach hygrothermisch bemessen, ohne einen zusätzlichen Belag. Bahnflachdach, Standort Holzkirchen, Q50-Wert 3 pro Stunde. Also zwar einen Blower-Door-Test durchgeführt, aber keine Leckageortung angeschlossen. Dieses Flachdach besteht aus einer dunklen Abdichtungsbahn auf einer USB-Platte in der Stärke von 22 mm. Dazwischen ist Zellulose angeordnet, 240 mm. Hier die Intello Plus eigentlich, also nicht die Proclima Intello. Eine Installationsebene und darunter abgeschlossen nach innen eine Gipskartonplatte. Hier nochmal der Hinweis darauf, diese Konstruktion wurde gerechnet mit einer feuchtevariablen Dampfbremse, mit der Intello Plus. Und wie gesagt, gestern schon bereits angegeben, eine feuchtevariable Dampfbremse ist nur dann eine feuchtevariable Dampfbremse, wenn sie auch über eine bauaufsichtliche Zulassung verfügt. Weil eben halt nach dem Bauproduktengesetz, nach der Bauproduktenverordnung, die baustofflichen Eigenschaften alle geregelt sein müssen. Und wenn eine Eigenschaft ungeregelt ist, dann gibt es die nicht. Dann dürfen Sie die auch nicht zum Ansatz bringen. Das heißt also hier eine Intello auf der Innenseite. Und wenn Sie eine andere Dampfbremsbahn einsetzen wollten, dann, auch wenn die Feuchte variabel ist, dürften Sie hier nur mit dem konstanten SD-Wert rechnen, denn der konstante SD-Wert ist durch die europäische Normung bezüglich seiner Alterungsbeständigkeit nachgewiesen. Die zusätzliche feuchte variable Information des Herstellers ohne eine beaufsichtliche Zulassung ist hier nicht in der Berechnung anwendbar, weil eben diese feuchte variable Eigenschaft nicht hinsichtlich ihrer Dauerhaftigkeit geprüft worden ist. Deswegen ist es hier gut, die Intello Plus einzusetzen, bei der ist das gegeben. So. Wenn man das rechnet, schwarzes Dach, Holzkirchen, definierten Feuchtigkeitseintrag durch die Luft, durch den Q50-Wert, dann stellt man fest, es gibt im ersten Winter gibt es einen leichten Anstieg, weil wir rechnen ja auch mit Baufeuchtigkeit. Aber dann kann halt eben die Feuchtigkeit, die im Bauteil enthalten ist, im nächsten Jahr schon einfach austrocknen. Und hier im dritten Jahr ist bereits ein balancierter Feuchtigkeitsgehalt der USB-Platte außen, das ist unsere kritische Bauteilschicht, festzustellen. Das heißt, das Bauteil ist sicher. Alles super. Die 18 Grad wurden unterschritten. Hier da Maximalwert 16,26 Prozent. Die 18% wurden unterschritten. Maximaler Feuchtigkeitsgehalt in der USB-Platte hier 16,26%. Und das ist für USB-Platten okay. Kein Problem. Jetzt ist es ja so, dass wir diese Dachterrasse da anbringen wollten. Wir haben ja unseren barrierefreien Zugang organisiert, haben uns auch mit den ganzen Anschlüssen, den Anschlussmöglichkeiten auseinandergesetzt und stellen fest, unser Terrassenbelag, der verschattet ja unser Bauteil. Das heißt also, diese Verschattung, die müssen wir natürlich auch in unserer Berechnung berücksichtigen. Ansonsten ist halt eben die ganze Konstruktion gleich. Intello Plus, Zellulose-Dämmung, 240 mm, USB-Platte 22 mm, dunkle Abdichtungsbahn. War vorher schön, hat eben für eine gute Erwärmung des Bauteils gesorgt, aber jetzt ist das ja verschattet. Hier ist ja unsere Holzdiele. Eigentlich schön anzusehen, aber verändert natürlich die bauphysikalischen Eigenschaften unseres Bauteils. Und dann stellen wir fest, wenn wir hier jetzt unser hygrothermisches Rechenverfahren anwenden, dann steigt der Feuchtigkeitsgehalt der USB-Platte über den zulässigen Wert. Hier haben wir also bereits im dritten Jahr die 18% Feuchtigkeitsgehalt, die wir uns als Grenze definieren, überschritten. Das ist also keine Lösung, die wir unserem Kunden anbieten können, weil bei 21% maximal oder 22%, die sich hier im Laufe der Zeit einstellen werden, Sie haben hier gesehen, es ist noch nicht zu Ende, es wird noch weiter steigen, irgendwann abflachen. Aber die 22% kann die USB-Platte auf Dauer nicht ab, denn die statische Tragfähigkeit wird natürlich dadurch stark beeinflusst. Und wir haben das Material ja eingesetzt, um halt eben eine aussteifende Wirkung für unsere Holzbaukonstruktion zu erwirken. So, ja. Das wollen wir nicht. Das ist ein Fall, den kann man nicht empfehlen. Und dann kommen wir zu der Empfehlung, die ich gestern bereits ausgesprochen habe. Und vielleicht erinnern Sie sich. Was wir tun können, ist, wir können die USB-Platte einfach weiter in Richtung warmen Innenraum verschieben. Im Prinzip haben wir ja im Bauteil hier auf der Innenseite, wenn man mal stationär betrachtet, irgendwo um die 20 Grad. Und wenn man den Vorgaben der DIN 41.08 Teil 3 folgt, also nach Glaser rechnet, dann hätten wir hier außen minus 5. Und dann stellt sich natürlich hier im Bauteil so ein Temperaturprofil ein. Das heißt, normalerweise, wenn wir nicht überdämmen würden, hätten wir ja auch
ziemlich nah, Temperaturen ziemlich nah der minus 5 Grad. Aber wenn wir überdämmen, dann verschieben wir natürlich diese OSB-Platte inklusive der ersten Abdichtungsebene weiter in den Innenraum und damit wird die auch wärmer. Das ist ja auch ganz klar. Das heißt also, wenn ich mit meinem dünnen Hemd friere und einen Pullover anziehe, dann erhöhe ich die Temperatur auf meiner Körperoberfläche und friere eben nicht mehr. Und das kann man hier auch auf diese OSB-Platte übertragen, die halt eben hier durch eine geringfügige Überdämmung mit 40 mm Wärmedämmung in den wärmeren Bereich verschoben wird. Und wenn wir jetzt unter den gleichen Umständen, also mit der Verschattung, mit dem gleichen konvektiven Feuchtigkeitseintrag, der sich an dem Q50-Wert von 3 Luftwechseln pro Stunde, das stimmt auch gar nicht, 3 Luftwechsel, 3 Kubikmeter pro Quadratmeter und Stunde, hier ist die Einheit falsch, orientiert, nochmal nachrechnen, dann stellen wir fest, das steigt natürlich auch an, ist gar keine Frage. Die OSB-Platte wird auch im Laufe der Zeit etwas feuchter. Aber auch wenn hier nicht über 10 Jahre hinausgerechnet worden ist, werden wir vermutlich die 17% nicht überschreiten. Und dieses Bauteil hat 2 Vorteile. Zum einen ist die OSB-Platte vor Befeuchtung geschützt. Es gibt also keine kritischen Feuchtigkeitsgehalte, die in der OSB-Platte zu erwarten sind. Und zum anderen habe ich die doppelte Abdichtung. Sie erinnern sich? Zweifache Abdichtung schützt mein Bauteil auch vor Feuchtigkeitseintrag von außen, denn es kann ja durchaus sein, dass eine Abdichtungsebene schadhaft wird. Und jetzt muss ich mir nur noch überlegen, wie kann ich denn am besten hier die Wartung betreiben, um vielleicht dann doch festzustellen, ach, hier gibt es halt eben dann doch Feuchtigkeitseinträge. Das wird ein bisschen schwieriger, wenn Sie da einen Terrassenbelag haben. Dann kommen Sie da nicht mehr unmittelbar dran. Es gibt allerdings Geräte, die per Induktion Feuchtigkeitsgehalte auch in weiter darunterliegenden Bauteilschichten bestimmen können. Das wäre zum Beispiel eine Lösung. Oder man müsste sich überlegen, dass man eventuell mal einfach Dielen abnehmen kann, im Laufe der Wartung einfach dann die Abdichtung kontrollieren kann, um halt eben hier ein schadensfreies Bauteil zu realisieren. Und wie gesagt, man kann natürlich auch Feuchtigkeitseinträge feststellen, indem man eben die Stabilität des Untergrundes prüft. Da müsste man sich noch was einfallen lassen, aber ansonsten habe ich hier quasi den Gürtel durch die erste Abdichtungsebene und den Hosenträger, um halt hier Feuchtigkeitseinträge in meine vollgedämmte Tragwerksebene zu vermeiden. So, hier nochmal die 17% angegeben, kleine 18% ist ein Bauteil, was auch zulässig ist und keine unzuträglich hohen Feuchtigkeitsgehalte durch die Nutzung im Gebrauchszustand erhält. Die zusätzliche Abdichtungsebene muss dann auch bis zur Oberkante der Zusatzdämmung geführt werden. Das heißt also, es ist wirklich eine Abdichtung und nicht eine reine Dampfsperrfolie, wie zum Beispiel eine PE-Folie mit einem SD-Wert von 100 Metern. Diese muss an beiden Seiten hochgeführt werden, also bis mindestens auf diese Dämmhöhe, damit, wenn Feuchtigkeit eindringt, die halt nicht einfach an den Außenseiten irgendwo möglicherweise in andere Bauteile, in die Wände abtropft. Das heißt, es ist hier sowas wie eine Wanne auszubilden. Aber im Prinzip ist das das Gleiche wie bei jeder anderen Aufdachdämmung auch, die halt eben auch entsprechend ausgeführt werden muss. Bitte. Also die Sicherheiten sind enthalten für dieses Bauteil, also ne, der Idealfall würde ja bedeuten, ich würde alles, was an äußeren Einflüssen irgendwie dazukommen könnte, irgendwas, was weiß ich, Leckagen in der Luftdichtungsebene zum Beispiel, weglassen. Aber ich kann sagen, es ist sowohl in der Verschattung eine Sicherheit, weil die Verschattung ist unter sehr konservativen Annahmen getroffen worden. Also es gibt Faktoren, mit denen kann ich die in der Software, die man da benutzt, da gibt es verschiedene Lösungen, gibt es Faktoren, mit denen kann ich die kurzwellige Strahlenabsorption reduzieren und die kurzwellige Strahlen und die langwellige Strahlenemission. Also das, was am Tag an Wärme aufgenommen wird und in der Nacht abgegeben wird, das kann ich durch Faktoren reduzieren und zwar auf der sicheren Seite. Das ist das eine. Ja, ja. Ja, wird berücksichtigt über die Luftdichtheitsklasse.
Also dieser Q50-Wert von 3 Kubikmetern pro Quadratmeter und Stunde entspricht einem N50-Wert von 3 Luftwechseln pro Stunde, nur bezogen auf das Bauteil. Also nicht Fenster oder irgend sowas oder Türanschlüsse, die vielleicht nicht hundertprozentig luftdicht sind, die interessieren mich nicht. Und dieser Q50-Wert von 3 Luftwechseln pro Quadratmeter, nee, 3 Kubikmeter pro Quadratmeter und Stunde, entspricht einem gemessenen Bauwerk ohne Leckageortung. Also da ist die Sicherheit drin über den konvektiven Feuchtigkeitseintrag. Das wird auch ganz gerne als unvermeidbare Restleckagen bezeichnet. Idealerweise machen Sie natürlich eine Qualitätskontrolle am Ende Ihrer Luftdichtungsarbeiten und schreiten das auch ab, machen also auch eine Leckageortung und kleben gegebenenfalls nach, wenn Sie müssen. Mit der wannenförmigen Lösung bin ich sowieso so ein bisschen auf Kriegsfuß, was solche Bauteile anbetrifft. Das ist schon kritisch. Weil da ist halt eben auch im Nachhinein die Luftdichtheit der Luftdichtungsebene gar nicht mehr so einfach zu überprüfen. Da könnte man ein bisschen was mit Überdruck und Nebel machen. Aber da muss man halt eben auch irgendwelche Luftströmungen oder Diffusionseinträge über angrenzende Bauteile, die ja eigentlich anders geplant waren, also nicht für diesen Anwendungsfall vorgesehen hat, auch mit in Berücksichtigung bringen. Sonst, also ich würde also wenn, dann versuchen, immer von innen die Luftdichtungsebene anzubringen, weil da habe ich sie halt eben unter Kontrolle. Ja, ich weiß, aber das ist ja nur eine Frage des Investments. Ne? Der Kunde sagt dann, oh Mensch, kannst du es nicht von oben machen? Und ich finde das nicht so einfach herzustellen, das ist noch schwerer. Und gerade die Flachdächer sind ja in der Diskussion, weil eben es Menschen gibt, die sagen, das ist dem Handwerker nicht zuzumuten. Und wenn Sie jetzt sagen, ich möchte ganz gerne wandförmig arbeiten, dann sage ich, oh Mensch, die Grenze der Zumutbarkeit ist wahrscheinlich noch ein bisschen mehr überschritten aus der Sicht derjenigen, die das kritisieren, als wenn ich eine flächige Verlegung mit dem direkten Zugang zur Bahn realisieren könnte. Deswegen würde ich da nicht so gerne mit wandförmig arbeiten. Gibt es von uns keine Lösung. Mögen wir auch da nicht so gerne. Vielleicht Sie zuerst. Wo sind wir jetzt? Wo jetzt werden mit dem Edel? Das habe ich nicht. Also ich glaube, da haben Sie mich vielleicht falsch verstanden. Ja. Da haben Sie mich vielleicht falsch verstanden. Also ich denke schon, dass im Neubau, wir waren ja eben gerade in der Sanierung, im Neubau sind diese ganzen Anschlussdetails geklärt und ich habe den direkten Zugang zur Luftdichtungsebene und kann auch eine Qualitätssicherung durchführen, zum Beispiel mit einem Blow-Order-Test oder eine baubegleitende Qualitätssicherung. Nee, habe ich noch nicht verstanden, was Sie meinen. Ach so, das ist gut. Dann fange ich gerne nochmal an. Ich habe ja noch 8 Minuten. Also im Prinzip ist es ja so. An welcher Stelle sind Sie denn? Ja, ich habe das schon verstanden, wo. Aber was wollen Sie für ein Detail sehen? Das habe ich noch nicht verstanden. Da tue ich mich jetzt gerade schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja, bitte. Also. Wovon Sie sich verabschieden müssen, ist bei einer hygrothermischen Berechnung gibt es nicht kalt und warm, sondern es gibt alles Mögliche zwischendrin. Es ist drinnen eigentlich immer relativ gleich temperiert, aber es gibt eine Abhängigkeit der Innentemperatur von der Außentemperatur bei der hygrothermischen Betrachtung und außen habe ich halt den jahreszeitlichen Verlauf. Das heißt also, das, was ich hier vorhin gezeigt habe und ich glaube, das ist das, was vielleicht nicht ganz deutlich gewesen ist, das hier ist der 1. Oktober eines beliebigen Jahres. Ich glaube, es ist dann 2000 und wir rechnen immer 10 Jahre, dann müsste das irgendwie 2015 sein. So, das ist Oktober 2015, das ist der erste Winter, da wird natürlich die OSB-Platte relativ feucht durch die winterliche Befeuchtung. Ne? Im Winter haben wir den Feuchtigkeitseintrag in Bauteile, der sich zusammensetzt aus der Diffusion und den baubedingten Restleckagen.
abgebildet über die Luftwechselklasse, die sich orientiert an einem Q50-Wert von 3 Kubikmeter pro Quadratmeter und Stunde. Und dann kommt das nächste Frühjahr, ab ungefähr Ende Februar, trocknet die OSB-Platte und das gesamte Bauteil durch die feuchte variable Dampfbremse wieder aus. Aber eben nicht alles, weil dann ist der Sommer zu kurz. Es kommt, bleibt also ein bisschen Feuchtigkeit drin. Und hier fängt der nächste Winter an, was weiß ich, Herbst, und ich habe eine weitere Spitze. Aber man stellt im Laufe der Jahre fest, erster Winter, zweiter Winter, dritter Winter, vierter Winter, 10. Winter ist ungefähr balanciert. Das heißt also, das, was an Feuchtigkeit dazukommt, steht ungefähr im gleichbleibenden Verhältnis zu dem, was über die Sommermonate aus dem Bauteil heraustrocknen kann. Man könnte hier jetzt eine gerade Linie ziehen. Das ist das, wo ich sage, okay, das ist ein balanciertes Bauteil hinsichtlich der Feuchtigkeitsgehalte. Und wenn diese Feuchtigkeitsgehalte, die Unterschiede zwischen Winter und Sommer in der Spitze unterhalb von 18% in der OSB-Platte, die wir hier betrachtet haben, bleiben, weil wir wollen ja nicht mehr als 18% Feuchtigkeit haben in der OSB-Platte, dann ist es ein gutes Bauteil und wir sind hier gut unter 17%. Das ist das, was halt eben die Funktion des Bauteiles gewährleistet. Hier kommt nichts mehr dazu. Also es kann nicht plötzlich sein, dass im 25. Jahr plötzlich hier der große Feuchtigkeitseintrag erfolgt. Da hat man also einen Feuchtigkeitsgehalt in der OSB-Platte, der im Winter feuchter ist, weil es draußen kalt ist, und im Sommer geringer ist, also geringere Feuchtigkeiten aufweist, weil die Außentemperaturen ja hoch sind und die OSB-Platte trockener wird. Das ist ja ein ganz normales Phänomen, was man betrachtet. Genau, das war das hier. Da. Genau. Die Redaktion, und das ist halt eben, das, ja, aber das ist ja hier schon abgebildet, das muss ich hier nicht nochmal extra anmalen, außer ich verstehe es noch nicht. Und dadurch, ich habe ja hier eine Zusatzdämmung angeordnet. Diese Zusatzdämmung oberhalb der ersten Abdichtung, dieses Bauteil, über die ganze Fläche. Ja, ja, okay, jetzt weiß ich, wo der Konflikt ist. Das ist ja die Bauteilachse. So, das heißt also, hier oben ist mein Terrassenbelag, hier unten ist meine Unterdecke. Ich gucke von unten drauf. Und dann habe ich halt eben, oder ich gucke von oben drauf, dann habe ich im nächsten Schritt gesagt, okay, ich muss meine OSB-Platte in höhere Temperaturen versetzen. Damit sie halt eben, weil wir wissen ja, bei geringeren Temperaturen steigen die relativen Luftfeuchtigkeiten. Ne? Okay, dann ist das jetzt, vielleicht habe ich da eine Konfusion erzeugt, es tut mir leid, aber das war im Grunde genommen der Bauteilschnitt quer. Sie hatten auch noch eine Frage. Ja. Ja. Nein. Genau. Abdichtung, Abdichtung, auch wenn die unterschiedliche Farben haben. Ja, ich möchte, also das, der Punkt ist ja der, dass ich vermeiden möchte, dass hier oben Feuchtigkeit hingelangt. Also der erste Weg war zu sagen, man hat vor ein paar Jahren noch gesagt, hier muss eine Dampfsperre hin. Weil, wenn ich hier oben Feuchtigkeitsmengen reinbekomme, dann können die durch die OSB-Platte nicht wieder raus. Das ist ja eine Dampfbremse, die im Weg ist. Da könnte man jetzt über eine Schalung ausweichen, aber man stellt halt fest, je höher auch das Dämmpaket ist, je größer das ist, umso schwerer trocknet Feuchtigkeit nach innen aus. Und da ich hier oben keine Feuchtigkeit haben möchte und ja auch eine Fläche habe, die ich relativ leicht dichten kann, mit Aufdachdämmung können die meisten Dachdecker ganz gut umgehen, habe ich hier eine Abdichtungsebene und dort eine Abdichtungsebene, denn wenn Feuchtigkeit unvorhergesehene eindringt und die jetzt zum Beispiel bei einem Schaumdämmstoff, der wird ja dann gerne in diesen Varianten eingesetzt, ich finde ja die Steinwolle immer noch besser, aber das hatten wir auch gestern, dann würde hier oben möglicherweise Kondensat entstehen und wenn das von außen erwärmt wird, kriegen sie Blasen. Dann löst sich ihre Abdichtungsbahn vom Wärmedämmstoff ab. Und um das zu vermeiden, gibt es hier halt eben die zweite Abdichtungsebene und zusätzlich auch noch die zweite Abdichtungsebene, um zu vermeiden, sollte die erste Abdichtungsebene Schaden nehmen, dass halt eben Wasser in die darunter gelegene Tragkonstruktion gelangen kann. Also in diese Bauteilschicht kann kein konvektiver Eintrag stattfinden, weil ja hier die Bahn am
Mauerwerk oder an der Holzrahmenbauwand hochgeschlagen werden muss, mindestens bis Unterkante der oberen Abdichtung. Also da gehen wir genauso vor wie bei den sonstigen Aufdachdämmungen. Und hier dieser konvektive Feuchtigkeitseintrag durch die Flankendiffusion, der ja hier auch möglich wäre, der wird ja abgebildet über die Konvektion. Also die Konvektion an sich, 3 Luftwechsel pro Stunde und Quadratmeter oder 3 Kubikmeter pro Quadratmeter und Stunde als Q50-Wert ist ja relativ schlecht. Also da haben Sie ja in der Fläche schon relativ grobe Leckagen und deswegen empfehlen wir ja auch bei jeder Maßnahme eine Luftdichtheitsprüfung durchzuführen. Bitte. Das habe ich jetzt im Mittelteil verstanden. Was haben wir mit der Zellulosedämmung gemacht? Nee. Also das, natürlich. Also es gibt 2 Ansätze. Sie fragen uns, Sie möchten eine Dachterrasse ausführen und ich habe halt eben einen statischen Querschnitt von 22, 24 Zentimetern. Dann sagen wir Ihnen, Sie müssen möglicherweise so und so viel Zusatzdämmung bringen, damit Sie halt eben die USB-Platte oder die Schalung in den unkritischen Bereich bewegen. Dann kriegen Sie eine Zusatzdämmung. Oder Sie sagen, ich muss einen U-Wert erreichen von irgendeinem Wert, von irgendeiner Zahl. Und dann ergibt sich natürlich aus der Anforderung, die USB-Platte oder Schalung in den trockenen Bereich zu geben, eine Gesamtdämmstärke. So rum kann man das auch machen. Aber wahrscheinlich ist das statische Erfordernis, dass die treibende Kraft für die Dämmstoffhöhe, im Tragwerk. Ich bekomme hier andauernd immer zeigen, dass ich jetzt kurz vor der Überschreitung, nein, das stimmt gar nicht, ich bin noch, es ist 12.29 Uhr, 3 Ausrufezeichen finde ich jetzt total gemein. So, ich bin nämlich auch schon fertig eigentlich, die Abdichtungsebene haben wir und so könnte das jetzt fertig aussehen. Sprich, hier halt eben eine Mineralwolle oder eine Zellulose, dann eine Holzwerkstoffplatte, dann die erste Abdichtung, dann eben halt eine Aufdachdämmung, finde ich auch wieder schöner, einen Steinwolldämmstoff einzusetzen und dann die zweite Abdichtungsebene. Das wäre jetzt so ein Lösungsvorschlag, der jetzt auch bei einer Terrasse funktioniert. Und als Hinweis noch, das ist kein allgemeingültiges Lösung, also nicht immer bei 240 mm jetzt 40 mm Aufdachdämmung vorsehen. Das kann durchaus sein, in Abhängigkeit von der Lage oder von der Bauteilschicht, ein Gründach könnte etwas mehr Aufdachdämmung erfordern. Und da kommen wir wieder an die feuchtetechnische Bemessung. Zusammenfassung quasi, feuchteschutztechnische Bemessung, um die Anforderungen der Normung zu erfüllen, können wir durchführen für Sie. Wir bieten einen Service an, im Rahmen der technischen Hotline können Sie diese Bauteile anfragen, um halt eben auf der sicheren Seite zu sein bezüglich von Verschattungen oder Begrünungen oder Bekiesungen. Und wenn Sie Ihr Bauteil bei uns anfragen, dann gucken wir uns das genau an und können eben einen Hinweis geben, welchen R-Wert Ihre zusätzliche Überdämmung bei Ihrem Bauteil braucht. Und dann können Sie sich überlegen, welchen Dämmstoff Sie nehmen. Denn das ist ja auch wieder abhängig dann eben von der Bauhöhe, was jetzt die Wärmeleitzahl anbetrifft. Ja, und das war, ich habe noch ein Fazit. Aha, Barrierefreiheit wird immer relevanter. Man muss halt eben gucken, dass man da auch die zukünftigen Ansprüche oder mal Lösungen anbieten für die zukünftigen Ansprüche ihrer Kunden. Sie halt immer darauf hinweisen, dass halt eben möglicherweise das auch eine Sonderlösung ist. Das ist wichtig. Das ist wirklich extrem wichtig, weil sie halt sich eben außerhalb der Regelwerke und Normung bewegen. Wenn Sie ein sicheres Flachdach mit einem Terrassenbelag durchführen wollen, dann brauchen Sie eine feuchte variable Dampfbremse mit Zulassung. Da kommen Sie nicht drum rum. Sie müssen auch einen rechnerischen Nachweis bringen. Den würde ich immer einfordern, wenn ich ein Flachdach habe. Dann sind Sie auf der sicheren Seite. Sie müssen halt eben die doppelte Abdichtung auf der Außenseite, die sogenannte erste Abdichtungsebene als hygrische Trennung und die zweite Abdichtungsebene oberhalb der Überdämmung als Flachdachabdichtung in Ihre Konstruktion mit aufnehmen und dann ist Licht aus und ich bin fertig.